sind wir hier auf dem Messestand von Sony, und zwar mal im Händlerbereich. Da kommen ja nun wirklich nur Fachhändler und Fachkunden rein. Und neben mir steht Gerrit Gericke, sind Pressesprecher bei Sony. Für welchen Bereich? Home Entertainment und Digital Imaging. Also zum Thema 4K sind Sie bei mir genau richtig. Ist das so? Ja. Das heißt, in den letzten Tagen dürfte das Telefon, ich sehe mal, dass es da ab und zu mal vibriert, es dürfte unter anderem wegen Ultra HD 4K definitiv nicht stillgestanden haben. Ja, eins der heißen Themen auf der IFA ist genau das Thema 4K oder Ultra HD. Und da sind ja einige Hersteller aktiv. Wir sind einer der Hersteller von der ersten Stunde und bieten da ja auch einiges über unser gesamtes Portfolio hinweg. Also für uns ist es definitiv ein spannendes Thema und für viele Journalisten und Besucher hier auch. Jetzt haben Sie ja freundlicherweise direkt Ja gesagt, als die HD Plus Truppe gesagt hat, wie sieht es aus, wollt ihr hier mitmachen bei dem TechWatch Stand? Wir wollen ja mal zeigen, was jetzt schon geht. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass wir zurzeit erstmal dem Verbraucher sagen müssen, das ganze System ist mittlerweile soweit klar, die Standards sind da und ich habe ja gesehen, die Fernseher, die wir jetzt kaufen können, Ultra HD, lassen sich sogar über ein Software-Update auf den neuen HDMI-Standard bringen. Richtig, ja, also gute Partner sind bei uns immer herzlich willkommen, also von daher schön, dass Sie da sind und das ist genau richtig, wie Sie sagen, also die Hardware ist da, wir sind bereit, kann man sagen, die Fernseher sind da ausgereift, haben gute Prozessoren für Upscaling oder eben zur Darstellung von nativen Content. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt möglichst schnell machen und schauen, dass wir möglichst gute Inhalte, Videos, Spiele oder was auch immer auf die Fernseher bekommen. Richtig. Spiele ist ein gutes Stichwort. Hinten, da kommen wir kaum durch, ist ja die neue PS4. Die ist ja so umlagert dort und da stehen noch ein paar gute Jungs, die das Security machen. Das wird sicherlich eine der Konsolen sein oder die Konsole sein, die dann wohl 4K-Inhalte zeigen kann. Kann man so viel schon sagen? Ich weiß, dreht schon wieder mit den Augen ein bisschen. Nein, das hoffen wir alle. Die PlayStation wird definitiv 4K unterstützen. Ja. In welcher Form das geschehen wird, da lassen wir uns noch mal ein bisschen überraschen. Aber grundsätzlich ist es schon schön, dass alle Leute viel spekulieren und darüber reden, was möglich ist oder was nicht möglich ist. Denn das zeigt uns letztendlich, dass das Thema 4K oder Ultra HD ankommt bei den Menschen. Die Leute sind heiß drauf, die wollen die Sachen sehen, die wollen wissen, wie es geht. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Wann ist der Verkaufsstart bei der PlayStation 4? Ende des Jahres wird das. Also Dezember. Richtig, ganz genau. Vor oder nach Weihnachten? Vor Weihnachten natürlich. Ne? Alles andere. Ist doch, wäre blöde. Naja, gut, okay, also das haben wir auch geklärt. Jetzt nochmal zu Sony an sich. Sony ist ja wirklich das Unternehmen, was ja von, es gibt so einen englischen Spruch, vom Lens to Living Room, ne? Also von der Linse zum Wohnzimmer. Das ist ja wirklich sprichwörtlich so umsetzbar. Ne? Da hinten, da sieht ja, ich sag mal, wir sind ja nun mal auch Fan von tollen Kameras, haben wir jetzt auch eine Sony-Kamera und ihr habt da hinten ein Ding, das würde ich ja am liebsten direkt mitnehmen. Das ist ja die neue 4K-Kamera, ne? Und die ja in Anführungsstrichen für ab 4.500 Euro dann zu bekommen ist. Da hat man ja vorher einen fünfstelligen Betrag zahlen müssen, fast schon für die gleiche Performance. Ne? Richtig, genau. Das ist eben unser Ziel, dass wir 4K oder das Thema Ultra HD aus dem ganz weit entfernten professionellen Bereich jetzt auch wirklich in die Wohnzimmer übertragen und den Leuten die Gelegenheit geben, eben 4K zu Hause zu erleben oder auch ihre eigenen Inhalte, ihre eigenen Videos damit zu machen. Und da sehe ich uns eben auch in einer ganz besonderen Position, weil wir eben als einer der wenigen Hersteller nicht nur von der Hardware-Seite das Thema treiben können. Sie haben PlayStation 4 gesagt, wir haben über die Fernseher gesprochen, Sie haben den Camcorder gerade genannt. Was wir noch gar nicht genannt haben, sind ja die ganzen professionellen Dinge, die wir noch unterstützen. Also Profikameras, mit denen Hollywood-Produktionen gemacht werden. Wir haben noch nicht über 4K-Projektoren für Kinos gesprochen. Für 4K-Heimkinoprojektoren sind noch nicht gefallen. Schnittplätze, die 4K-Material verarbeiten. Das sind alles Dinge, die wir auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite kommt ja dann noch das Thema Content hinzu. Die PlayStation-Kollegen haben gute Kontakte zu Gaming-Studios, die Spiele entwickeln. Wir haben mit Sony Pictures ein eigenes Filmstudio in der Hinterhand, was eben auch an dem Thema 4K interessiert ist und das eben von der Inhalteseite her treiben kann. Wir sind da schon in einer guten Position. Das hat das mir aber echt gegeben hier. Ne? Wobei Projektoren haben wir schon erwähnt hier. Das haben wir schon gemacht. Aber jetzt mal zum Thema Filme. Das ist natürlich klar. Also ich weiß, ich versuche es bei jedem Sony-Mitarbeiter rauszukitzeln. Wann kann ich denn mal einen 4K-Film sehen? Ich weiß, dass die Kollegen in Amerika, wenn ich mir da so einen schönen großen Fernseher gekauft habe, gab es dann so eine schöne, ich sag mal, kreisrunde Abspielstation. Da waren dann schon 10 und die waren mal nicht mal schlecht. Die Filme waren nämlich aktuelle Kinofilme. Die waren da drauf in 4K. Die Frage ist natürlich, haben Sie eine Idee oder eine persönliche Einschätzung, wann wir vielleicht hier in Europa
Europa, speziell in Deutschland, dann vielleicht auch mal auf 4K-Inhalte zugreifen können. Gibt es da irgend sowas wie einen Zeitplan? Oder sagen wir mal, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit hier stehen, ich weiß ja nicht, ich spendiere zur Not eine Flasche Champagner. Meinen Sie, wir werden nächstes Jahr um die Zeit schon 4K zu Hause haben können, als Film? Wie auch immer er kommt, Blu-ray, Streaming, was auch immer? Ja, ich habe ja keine Glaskugel hier, von daher bringt das Spekulieren nicht so viel. PowerPoint-Charts. Fakt ist in jedem Fall, dass wir uns ja schon an das Thema Content rantasten. Ja. Stichwort ist Mastered in 4K. Das ist ja also ein erster Weg. Genau, Blu-ray-Discs, die in einer deutlich höheren Datenrate aufgezeichnet sind, um eben den Fernsehern das Upscaling so leicht wie möglich zu machen. Das ist ja schon mal ein erster Schritt hin zu noch besserem Content. Wir haben die USA-Lösung, die Sie eben schon genannt haben, also die Media-Boxen, auf denen Filme vorgespeichert sind, wo wir aber jetzt mit Video Unlimited 4K in den Vereinigten Staaten auch einen Download-Service bieten, wo man sich bis zu 70 Filme nativ 4K bis Ende des Jahres eben auch runterladen kann auf die Boxen. Zugegeben, auf diese Box, die dann im Gerät am Bein lag, also diesem Puck-ähnlichen Ding? Ganz genau, aber wir reden über eine USA-Geschichte bisher, aber wir zeichnen auf jeden Fall, genau, wir zeichnen schon Wege vor, was möglich ist und sind da auch die Ersten, die den Schritt gehen und Sie können glauben, dass wir hart daran arbeiten, dass wir auch möglichst bald in Deutschland ähnliche Lösungen finden, denn wir wissen auch, dass das Thema Content ein ganz wichtiges ist, von den hervorragenden Upscaling-Fähigkeiten der Fernseher abgesehen. Also das muss man schon auch sagen, wer sich heute einen 4K-Fernseher kauft und eine ganz gewöhnliche Blu-ray auf dem Fernseher schaut, hat schon einen besseren Bildeindruck und richtig was davon auch heute schon, ohne dass nativer Content vorliegt. Das ist mir schon wichtig noch zu erwähnen. Okay, das kann ich bestätigen, haben wir hier noch den ganzen Tag gesehen, jeder Hersteller und speziell auch Sony zeigt ganz klar über ihre eigene Technologie, die wir ja schon vom Sony VW1000 kennen und da wiederhole ich mich jetzt wirklich gerne, haben wir nun schon mit Vampire betont, dass das wirklich hervorragend aussieht, selbst auf großen Leinwänden. Wie sieht es dann erst auf einem kleinen Fernseher, in Anführungsstrichen kleinen Fernseher aus, wenn der 65 Zoll ist. Ja. Also das machen sie schon ganz ordentlich. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns wirklich nächstes Jahr. Das habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Also die Adresse habe ich ja jetzt hier, die Visitenkarte. Wir werden nächstes Jahr wieder hinkommen. Ich danke erstmal viel für die Unterstützung auch von dem Projekt mit HD Plus, denn es war so, dass doch viele Fachhändler hier wirklich Informationen endlich so bekommen haben, wie sie das immer gewünscht haben und somit denke ich mal auch dann in den nächsten Tagen in ihren Geschäften vor Ort dann nochmal Klarheit schaffen können, indem sie mal aus erster Hand diese Informationen bekommen haben. Ich wünsche viel Erfolg und dass wir noch gut durchhalten. Der Bergfest war ja gestern. Dankeschön. Herzlichen Dank für den Besuch. Gerne. Danke auch. Danke.